Prolog überspringen. Der nachsichtige Modus. Wenn du stirbst, lässt du einen Teil deiner Ausrüstung fallen. Das heißt, ich habe wahrscheinlich unendlich Leben. Und das spielen wir jetzt. Scheiße, ich hätte nicht gedacht, dass das Spiel so schwer ist. Okay. So, jetzt spielen wir auf normaler Schwierigkeit. Wir haben hoffentlich unendlich Leben. Ich bin am Überlegen, storytechnisch, ob wir da jetzt erstmal wieder ein paar Sachen jetzt aufholen müssen oder nicht. Oder ob wir direkt weitergehen können. Weil vielleicht, aber nur vielleicht, kriegen wir diesmal auch die Braut beim ersten Mal direkt getötet. Oh, oh Gott. Eine Stunde später. So. Und bevor wir nachher mit der Braut tanzen, werden wir natürlich auch Brot essen, damit wir genug Stamina zum Tanzen haben. So. Come on, Hundi, come on. So. So, eben ganz kurz. Einladung 6922, ne? Ich weiß jetzt gerade nicht, ob ich die Laterne jetzt schon ausrüsten soll. Ich mach das mal. Hallo? Sechs, neun, zwei, zwei. Wir wissen ja, sie haben auf uns gewartet. Oh, die Tabletten werde ich gleich auch auf jeden Fall für die Heilung mitnutzen. Den Rest, den lasse ich mal hier drin. Ich werde das nicht looten. Okay, hier ist ein Schweinchen. Alkohol. Das lasse ich hier drin. Ich will das nachher looten. Und ich hoffe, dass ich das nachher natürlich auch noch looten kann. So. Das habe ich beim ersten Mal gar nicht gesehen. Habt ihr da gesehen? Da ist gerade was an der Seite weggelaufen. Wir machen den Generator einmal noch... Oh Gott, ich will doch die Molotovs noch behalten. Wir machen den Generator mal eben voll. Obwohl, wir haben gar nicht mehr so viel Zeit, ne? Nee, so, das muss genügen. Molotovs wird wieder ausgerüstet. Okay, hier gibt es nichts mehr zu sehen. Wir gehen den regulären Weg jetzt rein. Und hoffen, dass dann da gleich nicht verbarrikadiert ist. Weil sonst wird mir das gleich zu spät. Das Schloss scheint zu klemmen, okay. Dann müssen wir doch von außen rein. Shit! So, eben nur ein bisschen Zeug hier hinpacken. Willst du tanzen? Tanz mit mir. So. So, einmal benutzen und einmal essen.
Da kommt's jetzt. Okay, hätte ich nicht gedacht, es ist tot, dass ich das schaffe. Aber jetzt wird es ganz schön eng, wieder hier wegzukommen, ne? Okay, das jetzt natürlich zu. So, schnell alles looten und dann weg. Das ist nur normales. Okay, Fleisch. Gut, ich glaube, wir haben alles. Haben alles. Mein Inventar ist voll. Okay, gut. Hauen wir ab. Hauen wir ab. Es wird knackig. Zeittechnisch gesehen. Okay, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das mit der Braut mit einem Molotow so gut geht. Die ist ja tatsächlich auch einfach direkt verschwunden. Damit habe ich wirklich nicht gerechnet. So, aber ich hoffe, wir kommen jetzt noch wieder rechtzeitig nach Hause. Nach langer, langer Weile. Okay, hier haben wir alles mit. Dann gehen wir jetzt mal rüber. Ich glaube, man konnte mit Leertaste... Genau, mit Leertaste konnte man rübersteigen. Wir gehen hier mal unten den Weg entlang und dann nach Osten. Ja. Gott, ich habe hier schon so viel wieder vergessen von dem ganzen Zeug. Hoffen wir mal, uns das gleich nicht zum Nachteil gereicht, gerade wenn wir jetzt in den neuen Bereich gehen. Ausweichen war so, ja. Weil ich weiß, wir haben in dem Zwischengebäude haben wir gleich auf jeden Fall ja noch einen Wilden. Ach scheiße, hier sind noch Hunis. Komm, den müssen wir nicht mitnehmen. Okay, giftige Pilze, nicht vergessen. Und jetzt vorsichtig hier durch diesen Abschnitt. Genau, da waren die giftigen Pilzfelder. Und jetzt kommen wir ins Mini-Waldstück Richtung Stiller Wald. So, da ich wieder ein bisschen leiser sprechen will, als ich es normalerweise zum Beispiel im Koop mache. Müssen wir jetzt hier hoch, oder? Eingang zum Sternenwald. Ich weiß nämlich noch, diese Käfer, die wir hier finden, die sind super nützlich und die wollen wir haben. Weil wir genau den Chitinpanzer wollen. Und wir brauchen gleich die Fackel einmal, weil wir das da wegmachen wollen. Deshalb rüsten wir uns einmal die Fackel aus. Und diesmal versuche ich mich nicht dabei zu vergiften. So. Denn wir gehen es ein ganz klein wenig entspannter an. Natürlich kenne ich nicht mehr die Geheimzahl für die Durchgangstür da hinten. Haben wir hier noch irgendwie Gift? Nee. Das heißt, ich kann unser Brett wieder hier einpacken. Durchsuchen. Dann haben wir das Embryo, was wir nachher gleich verkochen können. So. Und dann haben wir gleich hier diesen Wilden da. Oh.
das läuft doch schon mal viel, viel besser als bei den letzten Malen. Ich denke, wir müssen hier gleich auf jeden Fall nochmal wieder hinkommen. Weil es hier, wie wir gerade sehen, auf jeden Fall cooles Zeug zu holen gibt. Die Lappen werde ich sofort mal zu einer Bandage verbasteln. Da ist wieder ein glänzender Stein, ja, der ist gut. Notiz. 3-3-3-3. Okay. Ah, da war auch wieder der Schweinestall erwähnt. Die Lappen nehmen wir natürlich auch wieder mit. Mein Inventar ist voll. Machen wir nochmal zwei Verbände. Oder einen Verband, nicht zwei. Und dann sollten wir auch ganz schnell zum Haus. Ich weiß, dass wir jetzt tatsächlich nicht gleich die Schrotflintenmunition da mitnehmen können. So, 3-3-3-3. Okay, dann haben wir die Tür auch schon offen, das ist gut. Und dann sehen wir zu, dass wir da jetzt gleich ganz schnell rüberkommen. War das auch hier? Schrotflintenmunition, Karte vom Wald. Ach, dann war hier Piotriks Haus, da wollen wir nämlich auch mal hin. So, und dann rennen wir dann doch einfach mal zum Haus, würde ich sagen. Im letzten Versteck solltest du unter dem Fußboden nach einem Ausgangsschau suchen. Okay, das machen wir. Ist denn das letzte Versteck denn das letzte oder das vorige? Okay, hier ist ein... ein kaputter Lastwagen. Den können wir uns gleich mal anschauen. Aber zuerst schauen wir uns hier mal alles an. Zuerst werde ich das Ding hier direkt mal befüllen. Nein, nein. So. Ebenso, zumindest so weit, dass wir drei Nächte durchkommen. So, weil Benzin werden wir bestimmt gleich noch so finden. Und hier wollte ich einfach den Rest reinpacken. Dann muss ich das Brett mit den Nägeln gleich ganz schnell reparieren. Ich guck mal, Holz habe ich jetzt gerade da nicht drin. Okay, ignorieren wir erstmal alles. Ich möchte erstmal zusehen, dass wir jetzt hier erstmal alles aufbauen, was wir haben möchten. Den Ofen anmachen. Der Ofen ist an, super. Das Embryo haben wir verkocht, dann haben wir das schon mal weg. Dann packen wir eben noch den glänzenden Stein weg. Die Fallen werden wir gleich aufstellen. Ich möchte erstmal gucken, wie viel, warte mal eben hier, so, erstmal reparieren. 1 und 5. Also das mit den Nägeln, das tut immer wieder weh. So, aber schauen wir erstmal zu, dass wir hier... Also okay, ich kann zwei Fenster zumachen. Ja, geil. Okay, da haben wir schon mal ein Problem. Wir müssen einen Türrahmen dort da irgendwie machen. Sonst haben wir ein viel größeres Problem. Schuhe durchsuchen, da ist nichts. Da ist Brot. Da haben wir einen Tisch zum Ziehen. Noch ein paar Pilze, die wir gleich verkochen können. Ich werde gleich nochmal weiter rumschauen. Vielleicht finden wir dann gleich direkt noch ein paar nützliche Dinge. Aber ich glaube, was wir jetzt erstmal direkt machen, ist das Ding hier unten hinziehen. Und die andere Lampe bei uns zum Ofen packen. Ich finde es ein bisschen schade, dass es immer so ultra lange braucht.
Also ich werde jetzt auch jedes Mal, denke ich, Nägel kaufen, sobald ich die Möglichkeit dazu habe. Hallo, Tür, hör auf. Mann, das muss auch eine echt krass gewaltig schwere Lampe sein. Das wird tatsächlich eine halbe Stunde für ein paar Zimmer brauchen. So, mir war es tatsächlich einfach wichtig, dass wir das hier schon mal im Zimmer haben. Dass wir als nächstes dann hier auch Fallen entsprechend aufbauen. Genau, wir sollten die Klingel wahrscheinlich gleich auch direkt benutzen. Dass der Typ uns aus der anderen Basis unseren ganzen Scheiß hier mit ranbringt. Benutzen wir die doch einfach mal. So, die dürfte jetzt da sein. Reden wir mit unserem Fahrradfahrer nochmal wieder. Also er kriegt tatsächlich seinen Kopf auch gar nicht mehr hoch, deshalb hat er die... die beiden Spiegelchen da. Bringt wie im Alkohol. So, wenn Sie wollen, Chef, kann ich Ihren Kram aus dem anderen Versteck holen. Nicken. Von der trockenen Au. Nice. Okay, dann ist er jetzt los, holt unseren Scheiß. Hier haben wir nochmal Benzin, was wir gleich weglagern, und den Keilriemen, den wir weglagern. Wir gucken mal in den hinteren Teil des Gebäudes jetzt. Ach, da hinten war noch Pilz in der Ecke. So, war was unter dem Sofa? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube nicht, nee. Kiste, Kartoffeln und... So, was haben wir hier noch? Ich brauche einen Schlüssel. Okay, dafür muss ich immer noch einen Schlüssel finden. Das Problem, es fehlt uns ja immer noch... Es fehlt uns immer noch Nägel und... Ja, Holz vielleicht nicht ganz so viel, aber auf jeden Fall Nägel. Dann renne ich gleich nochmal hier rum. Ich werde jetzt erstmal alles hier reinpacken, was wir nicht brauchen. Die Pilze eben schnell zerkochen. So. Das Benzin kommt hier hin. Die Tabletten behalte ich mal. Der Alkohol kommt zur Seite. Der Keilriemen. Kartoffeln. Nägel und Holz. Packe ich eben. Warte mal. Ich will das so packen, dass ich da nachher schnell rankomme. Molotow nehme ich mit. Weil für den Fall der Fälle muss ich da ja auch schnell ran. So. Gut. Als erstes renne ich erst einmal hier direkt ums Haus. Ich weiß nicht mehr, ob hier direkt noch irgendwo Zeug drin lag. In der Hundehütte haben wir noch eine Batterie. Hier ist noch ein Holzstab. Oh ja, nice, 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 nice. Okay, da wissen wir doch gleich, was wir direkt dann anhauen können. Das machen wir auch eben noch mehr. Hier die Stapel durchsuchen. Ist nix. Da könnte was sein. Hier sind aber auch ganz viele giftige Pilze. So. So, haben wir ein paar Bretter. So, machen wir hier einen Türrahmen rein. Und den machen wir auch direkt zu. Verbarrikadieren. Ja. Ja, machen wir. Machen wir. So. Okay, da wir hier vorne noch keinen, den hier nicht zumachen können, kommt dann natürlich der Schrank jetzt davor. So. So, das sollte doch. Ja, das sollte erstmal gehen.
Wahrscheinlich ist es immer noch zu leicht. Eigentlich muss ich hier noch Zeug machen, aber naja. Ich werde dann wahrscheinlich für die erste Nacht die Badewanne dann davor hauen oder so. Aber jetzt erstmal kurz hier die Fallen ausrüsten. Und die erste Falle kommt dahin. Und die zweite mache ich hier. Was ich eventuell noch machen könnte, ist als nächstes, ja, weiß ich nicht, hier ein paar Scherben oder so hin. Aber ich glaube, ich habe keine leeren Flaschen dafür mehr. Und den Alkohol will ich dafür auch nicht opfern. Naja. Ich würde sagen, ich renne als nächstes. Ach nee, ich habe ja hier noch ein bisschen. So. Ich habe hier noch 12 Nägel, das heißt. Warte mal. Ich wollte gerade sagen, habe ich denn nicht hier eine Tür? Ja, so. Weil dann kann ich hier auch nochmal das Fenster verbarrikadieren. Zwei Nägel fehlen mir dann noch für das Fenster, aber das scheint schon verbarrikadiert zu sein. Dann ziehe ich mal eben den... Na warte, ich ziehe den Stuhl mal hier rein. Ah, hier ist noch ein Regal, das hatte ich gerade nicht gesehen. Warte mal, kann ich das ziehen? Ne, das kann ich nicht ziehen. Weil dann ziehe ich das Ding eben mal hier rein, dann weiß ich wenigstens, wenn hier jemand kommt. Beziehungsweise ich schiebe das eben da vors Fenster. So, so langsam ist auch schon... Es wird schon Abend. Aber dann habe ich erstmal mein Versteck fast zu. So. Den schiebe ich hier in den Gang, dann weiß ich... Oh gut, draußen regnet es einfach nur. Ich dachte schon, was ist denn da jetzt gleich wieder los? Und ich darf nicht, natürlich nicht vergessen, später... hier später Dings zu machen, ne? Den Generator anzumachen. So, die Lampe ziehe ich mal jetzt hier zur Badewanne rein. So. Und dann hätten wir jetzt das Gröbste, glaube ich, erstmal gleich fertig. So. Ich habe noch ein paar Minuten, deshalb gehe ich jetzt nochmal nach hier unten. Oh, es ist schon ziemlich dunkel geworden jetzt gerade. Ich nehme nochmal ein bisschen Schrott mit. Hier ist Gift. Oh. Hört sich nach großem Hund an. Ja. Gut, dann lassen wir das einfach. Dann würde ich sagen, ich mache den Generator an. Ich rüste mich dann gleich mal mit Holz. Oh, da liegt noch Kleidung. Eine Essensmarke und ein Lappen. Versuche nicht in die Fallen gleich zu laufen. So, Altmetall kommt hier natürlich zur Seite. Ich brauche sowieso drei, damit ich irgendwas machen kann. Holz. Nur damit wir dann halt gleich was reparieren können. Das kommt weg. Das kommt weg. Das kommt weg. Das kommt auch weg. So, und dann heißt es, gespannt auf die Nacht warten.
So. Gut. Warten wir auf die Nacht. Und dass wir sie irgendwie überstehen. Guck nochmal in den Ofen. Ich würde als nächstes wahrscheinlich erstmal hier gucken. Also direkte Umgebung. Hier vielleicht nochmal genau gucken. Hier unten in der Ecke. Und danach können wir mal zu Piotreks Haus. Weil bisher haben wir noch nie herausgefunden, was da drin ist. Ich muss sagen, ich hätte schon ultra gerne diese Sichel. Und natürlich die leichte Rüstung. Dafür fehlt uns nur noch halt ein Lappen. Den spenden wir aber auch bestimmt noch. Jetzt müssen wir leise sein. Was ist denn hier los? Nimm. So. Shit. Ist die Lampe da hinten jetzt Schrott? Haben wir sie einfach nur ausgeschaltet. Uff. Na klasse. So, ich möchte jetzt tatsächlich mal gucken, was da draußen ist. Muss ich nur hier kurz die Laterne ausrüsten? Ups. Da hat uns jemand eine Bärenfalle geschenkt. Es ist natürlich sehr, sehr zuvorkommend und nett. So, nehmen wir mal das Altmetall und wir haben nicht genug. Uns fehlen die Nägel dazu. Oh Gott, dem Himmel nochmal. Jetzt haben wir ein Problem. Da sind die Molotovs.
sollen die erstmal alle durch das Feuer durchkommen. Mal ernsthaft, dass in der ersten Nacht sofort eine Banshee kommen muss, ne? Scheiße, ich hatte gerade tatsächlich die so schnell nicht die Laterne wiederfinden können. So, die kommt dahin. Das kommt dahin. Jetzt erstmal wieder ein bisschen Inventarmanagement. So. Das kommt dahin. Altmetall da. Waffe hier. Alkohol irgendwie dahin. Kommt erstmal alles ins Inventar und den Rest machen wir dann gleich. Weil wir werden jetzt von ihm gleich ein bisschen Zeug kaufen. So. Ja, die Bärenfalle können wir nämlich dann gleich verteilen. Machen wir uns sofort eben mit dem Alkohol wieder ein paar gute Bandagen. So. Die Lappen behalten wir uns vor. So. Kleinkaliber. Diese unnützen Sachen kommen irgendwie hier hin. Das brauche ich ja auch irgendwie nicht so richtig. Kartoffel zum Essen. Nägel, Holz. Heilungs-Items. Gut. Warte, Gleis. Den Stein, den können wir gebrauchen. Das zum Basteln. Das auch zum Basteln. Okay, Licht packen wir mal hier so in diese Reihe. Essbares dahin. Random Zeug zum Basteln. Erstmal einen neuen Dietrich machen. So, das kommt dahin. Die Lappen hier. Die können wir bestimmt gleich noch für irgendwie Zeug gebrauchen. Molotovs kann ich auf jeden Fall nochmal wieder... Ich kann... Mit Benzin könnte ich jetzt Molotovs machen, ne? Ja, besser als mit Alkohol. Ich brauche dann zwar insgesamt mehr Material dafür. Aber wir haben ja jetzt ein paar leere Flaschen. Okay, aber die Molotovs haben uns gerade den Arsch gerettet. Nur mal so ganz davon ab. So, einmal... Warte mal. Dafür brauchen wir nachher ein bisschen Schrott. Hier brauchen wir auch noch... Okay, da mache ich keine neuen Bärenfallen jetzt erstmal. Und würde erstmal... das restliche... Zeug... kaufen. So. Der Mann steht vor mir regungslos. Ich sehe auf den halbtransparenten Visier seines Helms nur meine eigene schwache Reflexion. Plötzlich beginnt er, sich schneller zu bewegen. Als suche er in seinen Taschen nach etwas. Er nimmt ein Stück Holzkohle aus seiner Tasche und schreibt etwas auf seine Handfläche. Es gibt keinen Ausweg, Bruder. Er zeigt mir, was er geschrieben hat, ehe er es mit dem Ärmel wegwischt und etwas anderes kritzelt. Wir sitzen hier zusammen fest. Nachdem er sich gestellt hat, dass ich den zweiten Satz auch gelesen habe, nimmt der Mann einen vollen Kanister Benzin aus seinem Sack. Er stellt ihn neben mir auf den Boden. Ach, das ist ja nett zuvorkommend. So, das verkaufen wir einmal. Und dann gucken wir, was wir noch bei ihm finden können. Was wir brauchen, sind erstmal Nägel auf jeden Fall. Und das Holz auch. Ui. Okay, damit sind wir natürlich schnell an die 100, die wir pro Tag bei ihm bekommen. So, 699. Das nehme ich jetzt erstmal so. Und werde erstmal weiter verbarrikadieren. Oder wieder verbarrikadieren. Bevor ich hier
weitermache. 7:14, also wir können zwei Fenster noch. Die Tür ist immer noch verrammelt. Den Türrahmen können wir nur sehr teuer reparieren. Kleiderschrank. Ich suche. Ach, wir können hier diesen Kleiderschrank. Ach, der war vorher hier und der ist jetzt kaputt, hä? Okay. Okay, das ist verbarrikadiert, das ist verbarrikadiert. Da hinten, das lasse ich mal so zu. Dann würde ich tatsächlich diesen Türrahmen einmal reparieren. Und dann den anderen Türrahmen auch. Und den würde ich dann halt irgendwann tatsächlich richtig verbarrikadieren. Irgendwann. Aber das Problem wird jetzt sein, ich kann jetzt wahrscheinlich mein Brett mit Nägeln wahrscheinlich jetzt nicht reparieren, weil ich nicht genug Nägel habe. So. Und ich hoffe, dass wir heute mit der Story dann auch ein bisschen mal weiterkommen. So. Okay, reparieren. Ja, guck mal, dafür brauchen wir 5 Nägel. Haben wir natürlich nicht. Und tatsächlich hat er jetzt auch keine Nägel mehr zum Kaufen. Wir könnten das Benzin eben noch nehmen, um gleich den Generator da hinten noch wieder weiter aufzufüllen. Ich lasse mal die Medis hier. Ich denke nicht, dass wir solche krassen Medis brauchen. Den Rest nehme ich mal mit. So, die kommen da oben hin. Benzin ist da. Okay. Im schlimmsten Fall haben wir nämlich noch das Messer zur Verteidigung, aber wenn ich das gerade sehe. Wir haben natürlich auch noch hier eine Waffe, die wir mitnehmen können, falls das Brett mit Nägeln gleich kaputt ist. Beziehungsweise, komm, nee, wir nehmen tatsächlich den Stab jetzt erstmal. Weil den können wir sowieso nicht reparieren. Und wir könnten uns dann gleich überlegen, ob wir noch was von ihm kaufen. So, okay. Erstmal machen wir das aus. So. Brauchen wir jetzt nämlich gerade nicht. Ist ja früh morgens, die Zeit steht still. So, wir machen das Ding mal voll. Oder soweit es geht voll. So, der Benzinkanister ist leer. Und hier kommen dann die Molotows rein. Okay, wir machen also erstmal nach links den Schwenker unten rum und dann zu Piotreks Haus gleich. Ich guck nochmal, ob wir irgendwas Interessantes von unserem Typen da kaufen können. Etwas, was wir brauchen. Es ist jetzt lange her, dass ich noch wüsste, was wir tatsächlich brauchen, um irgendwas Interessantes herzustellen. Nägel hatte halt keine mehr. Die Uhr haben wir schon. Ja. Und ich denke, wenn wir die Pistole erstmal haben, das wird eine mächtige Waffe für uns sein. Ich guck mal. Dafür brauchen wir diese... Also... Das Tape, den Griff und die Teile. Und eine Schaufel können wir natürlich auch gebrauchen, ne? So, ich guck mal, was das alles bei ihm kostet. Weil ich denke, beim Wolf kriegen wir das halt eher. Guck mal, das kostet 450. Da sind wir schon bei 900. Und dann brauchen wir noch das Tape. Ja, sind wir bei knapp 940. Und dann brauchen wir natürlich auch noch Muni, die 100 kostet. Ich hoffe ja, dass wir die Teile vielleicht noch in irgendeiner Kiste finden. Müssen wir gucken. Sehen wir dann beim nächsten Mal. Erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und wir starten dann in der nächsten Folge, im nächsten Tag. Ciao, ciao.